Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 10. November 2020. Damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und ja, da wir inzwischen drei Headsets besitzen, sitzen wir auch zu dritt. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher, und neben mir sitzen euer Chefredakteur Nils Fließhardt und Marvin Weber. Moin, moin. Moin. Marvin, der das Wochenende intensiv verfolgt hat, sich in Florida abgespielt hat. Ja, wir sitzen hier gerade so ein bisschen auf heißen Kohlen fast, sage ich mal, denn heute hatten wir zwei Großereignisse. Druckabgabe der Triathlon. Und ja, wir wollen ja nicht drüber reden am Tag der Druckabgabe, wo wir immer einen Podcast aufnehmen, sondern eigentlich erst eine Woche später, wenn die Ausgabe dann raus ist, aber... Man kann es sich immer nicht so vorstellen, was da für eine Anspannung von einem abfällt, wenn das Ding abgeschickt ist zur Druckerei. Auch nach vielen, vielen Ausgaben hört das nicht mehr auf. Deswegen denke ich immer so, 5 Minuten danach denke ich immer so, oh, ich kann überhaupt gar nichts mehr, ich muss direkt ins Bett, und dann kriege ich aber noch die zweite Luft für den Podcast. Ja, also das war das eine große Ereignis heute. Ich habe selbst erst sehr viel davon heute wahrnehmen und lesen können. Also spoilern wir mal kurz. Also dein Leidensbericht von deinem Saisonhighlight dieses Jahres, der ist großartig. Marvin hat ein großes Interview mit der PTO geführt, was sehr erhellend ist, um mal da hinter die Kulissen zu schauen. Ja, und ich habe die letzten Tage eigentlich mehr an Power and Pace gearbeitet, von daher von Print nicht so viel mitbekommen und deswegen auch auf heißen Kohlen, weil ich dann nachher zum Live-Ride raus muss und wir uns in alle Richtungen wieder in unsere Homeoffices zerstreuen. Ja. Und wir noch nicht wissen, wer wann wo das Ding hier schneidet. Müssen wir noch die Münze werfen. Noch ja. Also wie gesagt, es kann sein, dass ihr das Ganze erst nach dem Live-Ride hört, aber während des Live-Rides seid ihr sowieso alle bei Swift versammelt. Ich habe gesehen, heute will ich die 1000 geknackt sehen. Also. Ja, wir hatten eben 600 Anmeldungen, also es ist ein bisschen schleppender, aber die Leute wissen ja inzwischen, wo man es findet, die werden dann wahrscheinlich alle spontan kommen. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir die Zahl vom letzten Mal nochmal knacken. Haben wir sowas Hartes reingeschrieben heute? Nee, es geht. Also letzte Woche war ja nur ein Social-Ride, da konnte ich auch noch durchgehend erzählen, und heute geht's, was haben wir denn, 3x6 Minuten G2-Bereich, also jetzt könnte ich mir die Ausgabe holen. G2-Bereich ist definiert als, ich will jetzt die nicht Prozente oder so, sondern wie steht es da wörtlich drin? G2-Bereich Radfahren, Atmung beschleunigt und auf der Borg-Skala moderat bis anstrengend, 14 bis 15. Na denn. Ne? Also noch keine Hasseinheit. Ja, der Kollege Baranski hat gesagt, er war schwer beeindruckt davon, wie du die ganze Zeit einfach immer weiter quatschen kannst, hat er gesagt. Also, ja, bei mir ist halt Wortgeballer und nicht Fratzengeballer. So. Ja. Wer von euch fährt mit nachher? Leider nein. Nein, leider nein. Noch ist es einfach. Euch ist es zu einfach, oder wie? Ja, bestimmt. Es fehlt nach wie vor die Rolle zu Hause, leider. Das, Wir bauen hier im Studio eine auf. Das können wir gerne machen. So ist das. Im Podcast kommt man manchmal aus Dingen nicht mehr raus. Genau. Da wird man häufig in Dinge reingelabert, die man, manchmal macht man es auch selber. Wollte ich gerade sagen, Hölle von Kuda war ja keiner im Podcast Bescheid. Aber das ist eigentlich ist das Franks Spezialität, sich einfach in Dinge reinzulabern im Podcast und sagen, das mache ich auch noch. Ja, ich meine, ich momentan mache ich ja wenig Quatsch im Training. Ich habe ja zum ersten Mal seit 3 Jahren auch wieder einen Trainingsplan, und zwar den alle haben aus Print. Ne? Darum habe ich auch wie alle Muskelkater heute. Natürlich. Na gut, bei den meisten dürfte er vergangen sein, weil die Live-Stabi-Einheit vom Donnerstag, die haben die meisten ja am Donnerstag gemacht, ich habe sie Sonntag nachgeholt, und ja, heute ist Dienstag. Da geht's schon los, hier mit Einheiten nachholen, jetzt schon. Ja, ich kann nicht gleichzeitig filmen und oder die Technik bedienen oder den Chat überwachen. Und Gute Ausrede. Ja, nee, also noch alles im grünen Bereich, die Hasseinheiten kommen noch. Ja, können wir eigentlich mal überlegen, wer welche Hasseinheit hat. Das können wir uns überlegen. Ja. Das hängen wir hinten dran. Hängen wir hinten dran. Okay. Ja. Bleiben wir erstmal beim aktuellen Geschehen, über das wir sprechen wollen. Wie eben schon angedeutet, Marvin war live dabei in Florida. Also von hier aus. Ja, also die Ereignisse aus den USA haben sich ja überschlagen am Wochenende. Ja. Und aus triathletischer Sicht kam dann auch noch ein Ironman Florida dazwischen. Sorry, ich bin schon wieder zu schnell. da gab es... Ja, 2 Namen, über die wir sprechen. Ja, genau. Im Prinzip die 2, Chris Nikic und Andreas Dreiz, so die für uns aus deutscher Brille gesehen Protagonisten des ganzen Wochenendes. Und
Ja, es war schon fast wieder ein komisches Gefühl, weil ja, wir jetzt die letzten Monate sowas ja gar nicht erlebt haben mit wirklich intensiveren Vorberichten und dann aber auch mit Live-Bewachung des Rennens, das, was bei uns ja sonst eigentlich im Sommer in den High-Season-Monaten gang und gäbe ist. Jedes Wochenende. Ja, war jetzt irgendwie fast mal wieder was, oder war richtig was Neues wieder, auf das ich mich auch richtig gefreut habe und habe dann, ja genau, Samstagabend das Rennen der Profis mitverfolgt mit Andi Dreiz, der glücklicher Vierter geworden ist, in dem Fall nicht ein lang oder oft verschmähter vierter Platz, sondern noch mit Kona-Slot davon gekommen und dann quasi bei uns in der Nacht zu Sonntag dann ja das noch viel, viel größere Ereignis eigentlich an dem Wochenende mit Chris Nikic, der als erster Mensch mit Down-Syndrom den Ironman ins Ziel gebracht hat und die Geschichte habe ich ja schon in unserer September-Ausgabe in der Triathlon 183 geschrieben und war seitdem spätestens ganz, ganz großer Chris Nikic-Fan, ich glaube, wie viele andere auch. Klar. Also als wir, glaube ich, über ihn geschrieben oder als ich die ersten Recherchen über ihn begonnen hatte, da war er, glaube ich, bei 5.000, 6.000 Followern bei Instagram, glaube ich. Und jetzt mittlerweile hat er, ja, ich glaube, an die 70.000. Ich glaube, über, ne? Ja, schon. Ja, also das ist, man hat es auch an dem Medienecho des vergangenen Wochenendes oder auch jetzt zu Beginn der neuen Woche gemerkt. Also im Prinzip hat einfach jeder über dieses Event geredet. Also jegliche Medien haben über diesen Wettkampf und über diese einfach unglaubliche Leistung berichtet. Und ja, das hat mich sogar bis in den Schlaf verfolgt. Ich bin dann in der Nacht zu Sonntag oder bin ich aufgewacht und hatte einen kleinen Albtraum, weil ich gedacht habe, oder ich habe geträumt, dass der NDR vermeldet hätte, dass Chris Nikic den Cut-Off zur zweiten Radrunde verpasst hat, obwohl es ja eigentlich nur eine Radrunde gibt. Aber und dann bin ich wach geworden und dachte, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum jetzt schon? Und musste mich dann irgendwie erstmal noch 2-3 Minuten sortieren und habe dann gedacht, nee, okay, das ist ja jetzt Quatsch. Habe aufs Handy geguckt, den Ironman Tracker und habe gesehen, okay, nee, alles gut, er ist noch im Rennen. Läuft weiter und ja, der Name ist bei uns ja schon häufiger gefallen für die jetzt mit dem Namen, die wenigen, die mit dem Namen noch nichts anfangen können. Ja. Chris Nikic ist wie alt? 21 Jahre, US-Amerikaner, genau. Und die Zahl 21 spielt in seinem Leben eh eine große Rolle. Er ist am Down-Syndrom erkrankt. Ja. Ich weiß nicht, sagt man erkrankt. Trisomie 21, damit geboren. Ja. Und ist eben der erste Mensch mit dieser Besonderheit, der gesagt hat, ich will einen Ironman finishen. Richtig, genau. Entstanden ist die Idee so ein bisschen im September 2019, als er an einem Schwimmen in Amerika teilgenommen hat, was angeblich super gefährlich sein soll, weil Ungeheuer im See herumtollen und die Schwimmer einen nach dem anderen da rausfischen und was auch immer. Und dann schrieb er da an die Hauswand Chris Nikic, Chris World Champ. Und da hat sein Vater dann zu ihm gesagt, ja, du, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du einfach einen Ironman machen. Und so ist dann diese Idee entstanden und das hat ja dann sehr schnell einen super positiven Verlauf genommen. Also er hat dann mehrere Kurzdistanzen und olympische Distanzen gemacht, hat dann im Mai auch in Eigenregie das 73-Rennen gemacht, weil es Corona-bedingt ausgefallen ist. Ja, und hat dann, wenn man das auch bei Instagram verfolgt hat, sich in den letzten Monaten richtig in die Fresse gehauen. Maschine. Ja, also was der da an Umfängen abgespult hat, das war schon, ja, also klassisches Triathlon-Training, würde ich sagen. Manch alter Trainer würde applaudieren. Ja, was ich auch extrem beeindruckend fand, ich meine, der ist ja logischerweise kein Medienprofi, ne? Wie viel ihnen jetzt in letzter Zeit auf den eingeprasselt sein muss, ne? Ja. Mit den ganzen Fernsehinterviews, auf einmal springen alle. Ich habe gesehen, bei Instagram hat eine Einladung zu Ninja Warrior bekommen und so weiter. Also, und das ist richtig großes Ding in den USA. Und er hat das einfach, ja,
hat einfach sein Training weiter durchgezogen, ja. So wie sich das für einen echten Sportler gehört. Ne? Ja. Mhm. Ja, ja. Wir haben ja auch eine Zuschrift bekommen, eine Mail eines Vaters, der auch einen Sohn, glaube ich, hat, der an Trisomie 21 erkrankt ist und der auch geschrieben hatte, dass er am Anfang, als das Thema aufgekommen ist, relativ kritisch war, weil er dachte, okay, die Eltern wollen sich nun ein Stück weit profilieren mit dieser ganzen Geschichte, wollen sich selbst ins Rampenlicht stellen und hat dann aber auch durch die Entwicklung im Training, als er ihn weiter verfolgt hat und jetzt auch im Rennen einfach gemerkt, okay, nein, dieser Junge brennt auch für diesen Sport, brennt für dieses Ziel, was er sich da in den Kopf gesetzt hat und ja, war am Ende dann auch wie sehr, sehr viele einfach begeistert. Ja. Und ja, Ironman hat ja dann am frühen Sonntagmorgen auch sogar die letzten zwei Meilen live übertragen. Also die habe ich dann auch bei Facebook live dann quasi mitverfolgt. Das war schon richtig. Man kann sie sehen, aber da kommt sie schon wieder hoch, die Gänsehaut. Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich also es war, so. Wie sie im Dunkeln da gekämpft haben und die Leute am Wegrand da immer wieder gejubelt und angefeuert haben. Und da mussten sie dann doch wieder ein paar Minuten oder mal ein paar Mal stehen bleiben. Dann hat ihn sein Guide, Dan Greep, hat ihn dann immer mal wieder doch nochmal umarmt, weil Umarmungen sind immer ganz große Belohnung für Chris Nikic. Das ist ja auch eines der großen Dinge, worauf er sich gefreut hat, als er ins Ziel gekommen ist, dass er alle umarmen kann. Ist natürlich Corona-bedingt eher schwierig, aber ja. egal. Ja, genau. Und das gab es dann auch immer wieder zwischendurch. Und ja, letztendlich hat das tatsächlich ja innerhalb dieser 17-Stunden-Frist geschafft mit 16 Stunden 46. Wahnsinn, ja. Ja, aber ein echter Kraftakt. Also, wenn man sich so die anderen nackten Zahlen anguckt, 1,54 fürs Schwimmen, die würde ich sicherlich auch benötigen, um die 3,8 Kilometer Schwimmen zu absolvieren. Ist ja noch safe, also das Limit ist immer 2 Stunden 15 bei Ironman. Ja, genau. Vor allen Dingen, da hat er am Anfang echt noch so in den letzten Wochen, waren die ja öfter dann mal irgendwie im Meer schwimmen und so. Ich kann mich erinnern, die ersten Schwimmen waren gar nicht so gut mit Abbruch und so. Ja. Und weil das da erstmal nochmal eine ganz andere Hausnummer war, als irgendwie im See zu schwimmen oder im Pool. Und aber Gott sei Dank hat es geklappt. Ja, genau. Dann 8 Stunden 12 auf dem Rad. Das war, glaube ich, auch eine große Tortur. Also man hat gesehen, dass er einmal wohl kurz oder leicht gestürzt sein muss, hat er auch geschrieben bei Instagram, dass er hatte dann am linken Bein am rechten Bein eine kleine Schürfwunde und hatte dann unter anderem auch noch mit Ameisenbissen zu kämpfen. Das kenne ich vom Angelteich. Also das ist ganz, ganz fies. Ja, und man muss dazu ja auch sagen, dadurch, dass er auf dem Rad ja die größten Schwierigkeiten hat, vor allen Dingen in Sachen Koordination, ist er ohne Klickpedale gefahren und ja auch ohne jegliche Form von Aero- oder Triathlon-Lenker, also mit normalen Stadtlenker quasi auf dem Stadtrad diese 180 Kilometer abgerissen. Ja, und dann den Marathon noch in 6,18 hinten dran gehangen und es pünktlich zur Ziellinie geschafft. Ja. Mega. Ja. Große Geschichte, ne? Ja. Große Geschichte. Ich bin mir auch sicher, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, er wollte ein Buch schreiben oder sowas. Er will jetzt auch ein Buch schreiben, um weitere einfach sein ganzes Vorhaben nochmal festzuhalten und andere Leute zu inspirieren, auch sich Ziele zu setzen, die vielleicht von Anfang an erstmal irgendwie zu groß erscheinen oder unrealistisch sind. Und es fiel auch, als ich mit den beiden, also mit ihm und seinem Vater im Kontakt war, fiel auch immer der Ironman auf Hawaii. Den will er dann auch mal angreifen. Ob das dann nächstes Jahr sein wird, haben sie jetzt noch nicht so genau verraten, aber könnte durchaus sein. Studieren will er auch, glaube ich. Ne? Er hat gesagt, jetzt will er der erste Mensch sein mit Down-Syndrom, der studiert. Aber mein Lieblingsziel, was er angegeben hat, war ja immer noch eins seiner großen Lebensziele ist, er will eine heiße Blondine aus Minnesota heiraten. Smoking Hot Blondes from Minnesota. Yes. Das ist absolut ein Ziel, was man sich setzen kann. Ich weiß nicht genau, wie er auf Minnesota kommt, aber vielleicht ist das ein Qualitätsmerkmal, ich weiß es nicht, aber das fand ich ganz stark, als ich es gelesen habe. Ja. Ja, Fun Fact, als ich irgendwo mal eine Seite oder einen Artikel über ihn in der ersten Recherche gelesen hatte aus dem englischen Portal und ihn mir für ein, zwei Sachen mal in Übersetzer gehauen habe, kam an der Stelle raus eine rauchende heiße Blondine. Ja. Aber das gemeint hat als Supersportler, ich weiß es nicht. Ja, mega gut. Ja, große Geschichte. Ich glaube auch,
da kann man jetzt nicht sagen, das ist die Geschichte, die ist wegen Corona, sondern trotz Corona, ja. Also ja. Ich glaube, ja. Man hätte auch sonst die Geschichte verfolgt und auf jeden Fall. Ne, also was ich auch richtig cool fand, da hast du auch gesehen, was das auch für Kreise zieht, wenn du dann mal in die Kommentare reinguckst, ne, da ist ja das Who is Who der Triathlon-Szene versammelt. Ne? Lucy Charles habe ich gesehen, Cameron Worth war schwer ja. engagiert, die haben das haben alle verfolgt. Ja. Ja, ja, ja. Das war großes Kino. Ja, sehr, sehr geil. Also, weil das ist tatsächlich, ich habe es auch im Edi geschrieben, ich finde tatsächlich, er zeigt halt mit dem, worum es im Triathlon, wenn man nicht sein Geld damit verdienen muss, auch geht. Halt, dass man sich ein Ziel setzt und dann das verfolgt und einfach das verfolgen will und einfach besser werden will, um das dann einfach letztendlich zu sehen, ob man das erreichen kann. Nur dafür. Also es gibt nichts dafür, es gibt man kann damit nichts verdienen. Unter den eigenen Voraussetzungen halt. Ja, nicht groß an anderen orientiert, sondern einfach sich selbst zu verbessern. Vollkommen egal, von wo man kommt, von welchem Niveau und auch egal, wie hoch das Ziel ist, einfach zu sagen, ja, ich probiere das aus ich versuche besser zu werden und das dann im Wettkampf zu sehen. Ob das was wird. Ich meine, so Genuss, wir sagen immer, du machst die Hawaii für Genießer-Variante, wenn du da hinkommst. Irgendwann. Aber das ist ja eigentlich nicht das Wesen des Triathlons. Also ich meine, Laufen, Radfahren, Schwimmen kann man natürlich auch so und sich bewegen, aber in dem Moment, wo man sagt, ich bin Triathlet, begibt man sich ja eigentlich in diesen Wettkampf, um mit sich selbst irgendwas auszumachen. Da geht es ja für die allermeisten drum. Ja, ja. Und ich finde, das hat er einfach nochmal so in Reinform gezeigt, einfach zu sagen, so sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, auch egal, wenn das noch zu hoch gegriffen scheint, lass uns anpacken und das durchziehen. Ja. Ich muss gestehen, ich habe vom Ironman Florida nicht so viel mitbekommen live. Ich habe aber trotzdem sehr viel US-Medien, wie wir alle wahrscheinlich, konsumiert. Oder im Fall von Fox News versucht zu konsumieren, immer kurzzeitig, bis ich gedacht habe, nee, geht nicht. Habe im Nachhinein gesehen, in dem Moment, wo Chris Nikic bei der Halbmarathon-Marke ungefähr war, stand Kamala Harris auf der Bühne in Wilmington und hat ihre Siegerrede gehalten als Vizepräsidentin und hat gesagt, dream with ambition, lead with conviction and see yourself in a way that others might not see you, simply because they've never seen it before and we will applaud you every step of the way. Ja, passt perfekt. Sehr gut. Volle Kanne, ja. Passt perfekt. Sie wird wahrscheinlich wenig davon mitbekommen haben. Das passt für mich irgendwie so schön zusammen. Ja, genau. Ja. Ja, und wie wir es gerade schon gesagt haben, das Profirennen hat ja auch noch stattgefunden, auch wenn das eigentlich tatsächlich in diesem Falle wirklich ja eher im Hintergrund stand an dem Wochenende. Und das war, wie gesagt, am Samstagabend deutscher Zeit schon, als sich das ins Finale zugespitzt hat. Und Andi Dreiz hat uns auch eine relativ ausführliche Nachricht nach dem Rennen zukommen lassen. Die stellen wir auch nochmal online, ja. Genau. Die ist durchaus sehenswert, wo er nochmal 10 Minuten lang das zusammenfasst. Ja, also wir konnten ihn nicht direkt interviewen, aber er hat auf jeden Fall uns teilhaben lassen an dem, was er da erlebt hat und erleben durfte an dem Moment. Ja, genau. Mhm. Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, normal ist so ein vierter Platz ja immer relativ undankbar. Man landet nicht auf dem Podium, kriegt meistens durchaus weniger Preisgeld als die ersten drei. Aber in dem Fall hatte Andi Dreiz ja einfach Glück, dadurch, dass Sam Long schon qualifiziert war und es auch für das Rennen sogar zwei feste und einen zugewiesenen Slot pro Profifeld gab, also je drei für die Männer und drei für die Frauen. Da war dann an dem Abend, war auch für mich noch erstmal noch nicht ganz klar im Prozess der Nachricht, ob Andi Dreiz diesen Slot jetzt dann tatsächlich auch zugewiesen bekommt. Ich weiß ja nicht, ob Ironman dann vielleicht sich doch jemand anders rauspickt, den sie vielleicht lieber mögen oder was auch immer. Dann kam aber relativ schnell auch die Nachricht von seinem Manager, dass er da den Slot wohl geholt hat und dementsprechend sich die USA-Reise für ihn schon gelohnt hat. Zum Rennen selbst hat er gesagt, er wäre beim Schwimmen relativ überrascht gewesen, doch so weit vorne gewesen zu sein. Bis auf Brent McMahon, der ihm da schon irgendwie enteilt wäre, wo er sich dann auch irgendwann überlegt hat, nee, okay, da brauche ich mich jetzt nicht dranhängen, war wohl sehr zufrieden mit dem Schwimmen.
Und ja, auf dem Rad hat er da großen Teil, wie er selbst sagt, großen Teil der Arbeit leisten müssen, vorne an der Spitze, was sich dann auch im Prinzip so ja, entwickelt hat, dass er ja viel Führungsarbeit geleistet hat und dann dafür am Ende der 180 Kilometer so ein bisschen Tribut zollen musste und ja, Chris Leiferman seinen Aussagen zufolge dann quasi aus seinem Windschatten raus und noch ein 2-3 Minuten gut gemacht hat am Ende der Radstrecke und ja, den hat er im Prinzip auch dann das Rennen nicht mehr gesehen, also der hat das Rennen dann ja relativ sicher vorneweg ins Ziel gebracht und ja, Dreiz hat dann während des Marathons, meinte er, wäre es ihm so ein bisschen vorgekommen wie eine Art Geisterrennen, also er war relativ lange alleine, weil Chris Leiferman einfach schon weg war und von hinten auch noch lange keiner kam und Zuschauer gab es wohl auch wenig bis keiner am Rand. Es gab ein paar Hütchen, die wohl symbolisiert haben, hier findet ein Rennen statt. Sonst gab es... sonst gab's, wie in Rot. Ja. Oh. Auf weiten Strecken am Kanal. Du weißt, von was ich rede, Frank. Also es ist ja nicht so, dass überall Zuschauer sind. Nein, Quatsch, ist überspitzt, aber das ist ja tatsächlich so. Ich meine, wenn du in Rot am Kanal langläufst, da, wo man nicht mehr gut hinkommt, wo es ja einfach nur rein und wieder rausgeht, da ist auch niemand. Ja, stimmt. Ja. Ja, und dann hatte er dann nach der, oder quasi im zweiten Halbmarathon, haben ihn so ein bisschen die Krämpfe eingeholt und er war so ein bisschen in dem Konflikt, ich muss einerseits Gas geben, damit ich hier jetzt nicht komplett einbreche, andererseits darf ich nicht zu schnell werden, damit die Wade nicht zumacht und ja, im Prinzip ist er dann so eine Art Mittelweg gegangen und musste dann Matt Hansen und Sam ja genau, gelaufen Matt Hansen und Sam Long dann doch noch vorbeiziehen lassen. Fies für den Kopf. Ja. Und ja, ist dann als Vierter ins Ziel gekommen. Die ersten fünf sogar alle unter 8 Stunden geblieben. Wieder mal für Herrn Dreiz, ne? Also ja, da beißt er sich fest. Ja, genau. Gut, ist ja auch heute jetzt irgendwo keine große Sensation mehr, aber. Ja. Nee, vor allen Dingen ja wohl auch bei diesem extrem schnellen Kurs. Also die Radstrecke hat es ja bei dir im Interview, im Podcast vorab gesagt, das waren irgendwie, der hatte ja, glaube ich, keine 100 Höhenmeter oder sowas. Der höchste Punkt Floridas, habe ich in der Podcast-Recherche gesehen, ist ja knapp über 100 Meter nur hoch. Ja, genau. Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, die große Gefahr für Age-Grouper, die schon sehr kaputt sind, ist, dass man da tatsächlich einpennen kann auf dem Rad, weil einfach gar nichts passiert. Also wenn du dann lang einfach geradeaus fährst, irgendwie so, kann ich schnell mal so einmal kurz. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in so einem, mir geht das durchaus manchmal so. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, wie jemand einschläft auf dem Rad. Ja. Ich habe meinen Bruder begleitet, der ins Guinness-Buch wollte mit der längsten Strecke in 24 Stunden auf dem Rad. Also ich bin 24 Stunden Auto gefahren. Das ist auch schon hart. Mit irgendwie um die 30 km/h und irgendwann war er weg aus dem Scheinwerferlicht und ja, war kurz eingenickt und dann im Graben gelandet. Ja, klar. Ist aber nichts passiert. Ja. Aber es gab die Urkunde am Ende. Und wie viele Kilometer hat er geschafft am Ende? Ich weiß das gar nicht mehr. 600 hoch irgendwas oder wow. So. Ne? Also irgendwie. Also sportlicher Wahnsinn liegt bei euch in der Familie. Ach nee. Nee. Ja, nee, und abschließend hat er noch ein bisschen erzählt, wie so das Rennen unter Corona-Bedingungen in den USA stattgefunden hat, weil tatsächlich ja auch in Florida sehr viel mehr stattgefunden hat oder auch stattfinden wird, vielleicht noch bis zum Ende des Jahres, als jetzt auch vielleicht im Vergleich zu Europa und Co. Und das, ja, also neben den typischen Ironman-Corona-Änderungen, also sprich Online-Race-Briefing, man bekommt einen Timeslot für den Bike-Check-In auf dem gesamten Gelände, Maskenpflicht, das gehört ja jetzt auch quasi schon zum neuen Standard, oder Einbahnstraßenregelungen gab es auch wohl die Regelung, dass auch der zweite Wechsel beim Rad stattgefunden hat, also dass man zurück zu seinem Rad kommt, sich da dann auch wieder umzieht. Da quasi dann einfach mehr Platz hat, um alle Sachen beisammen zu legen und dass man auch bis zum Aufruf der Startgruppe quasi beim Rad vor dem Rennen auch geblieben ist, um dann erst vorne ans Wasser zu gehen, wenn dann wirklich der Startschuss in 1-2 Minuten fällt. Mhm. Genau, ja. Ja, ich meine, Ironman, das war ja quasi im Wohnzimmer von Ironman, ja, und wenn die beweisen können und wollen, dass es geht, dann machen sie es da, ne? Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Ja, genau, und der Vollständigkeit halber wollen wir die Frauen natürlich auch nicht außen vor lassen. Katrina Matthews hat das Rennen der Frauen gewonnen in 8 Stunden 40
und 50 Sekunden. Zweite ist Sky Mönch geworden und dritte Meredith Kessler. Genau. Yeah. Ja. Ja. Und damit, wie gesagt, Quali. Genau. Ja, also irgendwie Hagen 1, ne, gemacht irgendwie hinter dem, also der, das ist ja Wind unter den Flügeln, ne, wenn du sagst irgendwie so, zack, Hawaii-Quali abgehakt und auch jetzt tatsächlich auch dann noch ein bisschen, ja, also auch dann ja, das ist ja quasi, mehr Ruhe geht ja fast gar nicht so. Das viel, hat er auch gesagt, ja, das ist eine große Erleichterung natürlich jetzt für ihn, er kann, wenn das Jahr, nächstes Jahr, je nachdem, einigermaßen planbar abläuft, dann hat er jetzt eine entspannte Situation, kann vielleicht nächstes Jahr wieder rot machen. Ja, oder, Titelverteidiger. Ja, klar. Das würde ja naheliegen und kann sich dann das Rennen oder das Jahr so gestalten. Ja, und erst recht, wenn es nicht richtig vernünftig läuft. Ne? Also wenn mal das ein oder andere Rennen ausfällt, wer weiß, zumal von den frühen und das eigentlich dein Plan war, dann brauchst du dich jetzt einfach gar nicht mehr mit beschäftigen. Ja. Zack. Vorbereitung. Im Sack. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Ja, wir haben ja eben schon mal geguckt. Damit ist Dreiz einer von mittlerweile, was haben wir denn jetzt eben gesagt? Sieben deutschen Athleten, die jetzt schon für den Ironman Hawaii 2021 qualifiziert sind. Ja, dadurch, dass unsere vergangenen Weltmeister alle quasi nicht mehr validieren müssen, haben sie ihren Slot ja auch schon sicher. Mhm. Und ja. Also sieben ist ja schon mal eine Zahl dafür, dass wir jetzt ja eigentlich noch wieder ganz früh im Quali-Modus sind. Bei der letzten WM auf Hawaii waren es 19. Ich meine, waren es 12 Männer, 7 Frauen oder so? Ich weiß nicht mehr genau die Verteilung, aber es waren 19 Profis aus Deutschland qualifiziert und am Start. Und jetzt 7 haben wir schon. Ja, hau mal raus. Ja, Patrick Lange haben wir auf der Liste stehen mit Nummer 1. Ja, da frage ich mich jetzt, da war ja der Plan. Also Geschichte ist bekannt, mit Trainer Faris Al-Sultan angetreten, beziehungsweise ohne Trainer Faris Al-Sultan, weil nicht einreisen, die Problematik kennen wir alle, 2019, böses Ende genommen das Rennen, er ist ausgestiegen und er hat sich dann in Sachen Training umorientiert, trainiert jetzt bei Björn Geßmann und da war die Ansage, nee, wir gewinnen noch nicht im nächsten Jahr Hawaii, sondern im übernächsten Jahr. Ja, das wäre 2022. Ja, das ist die Frage. Und wieder einmal, ich glaube, ich habe dich das schon mehrfach korrigiert, hat er das so nicht gesagt, glaube ich. Das müssen wir jetzt nochmal genau nachgucken, wie das Zitat war, aber das hast du ihm letztes Mal schon versucht, im Mund zu legen. Ich erinnere mich auch, ja. Ja, aber da ist die Frage, gilt das jetzt für den übernächsten Ironman Hawaii oder fürs übernächste Jahr, weil dann wäre jetzt unter Zugzwang. Dann, wenn es denn so wäre und er das so gesagt hätte, wäre er jetzt unter Zugzwang. Aber ja. Also es war ja meine Geschichte und ich meine, er hätte gesagt, dass er in den kommenden 2 bis 3 Jahren einmal Hawaii gewinnen will. Also sprich auch nicht direkt im nächsten Jahr, sondern erst im übernächsten. Das sag ich doch. Ja, ja. So. Hätten wir das geklärt? Ja. Ja. Na, ich meine, andere sind mehr unter Zugzwang, weil schon 40. Ja, und noch 3 machen wollen, ne? Ja. 3 more. Ja, 3 more ist natürlich schwierig geworden. Ja, richtig. Ja. Ja. So, also jetzt haben wir dich schon mal beim ersten schon unterbrochen. Ja, Patrick Lange. Dann haben wir Florian Angert. Immer noch. Der, also jetzt, jetzt unterbreche ich dich. Ja. Das ist total witzig, weil das sind, sind diese Dinger, die schon ja quasi gefühlt gar nicht mehr wahr sind, diese Qualifikation. Ja, genau. Also du so denkst, hey, wann denn? Wann, ja, aber genau. Wann war es? Anfang Oktober 2019. Ja, eine Woche vor dem damaligen Ironman Hawaii. Ne, Auch Langdistanz-Premiere, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Und dann direkt mit neuem Streckenrekord zur Hawaii-Quali. Ja. Und glaube ich, beste Ironman-Rookie-Zeit aller Zeiten zu dem auch noch. Zeitpunkt. Ja, genau. Dann haben wir einen Namen, Jan Frodeno, auf der Liste stehen. Der ist auch qualifiziert. Genau, der darf auch. Sebastian Kienle. Aber wie gesagt, dann mit 40 Jahren. Ne? Also ja. Im August wird er 40. Mhm. Sebastian Kienle und bei den Herren jetzt dann eben neu dazu kommen noch Andreas Dreiz. Ja. Das sind ja schon mal die ganz großen Namen sind schon dabei. Ne? Und es gibt sicher noch mehr, aber ich sag mal hier irgendwo die 3 letzten deutschen Sieger haben das Ding schon mal im Kasten, können sich da in Ruhe drauf vorbereiten. Hätten ja auch, glaube ich, alle in Rot starten wollen und so wie wir das verstanden haben, wollen sie das ja auch noch.
Ne? Ich meine, das ist natürlich auch für den Veranstalter Rot irgendwo ein... Nee, ob Patrick in Rot startet? Nee, stimmt, Patrick nicht. Nee. Aber das Podium. Das Podium, so war es, genau. Genau, das ne? Podium ja. vom Ironman Hawaii wollte. Ja. Ne? Aber ich meine, das ist für Rot natürlich jetzt auch eine gute Verhandlungsbasis. Ne? Definitiv, ja. Also wer da Nein sagt, ist eigentlich blöd. Ja, gucken wir mal, wer sich noch so qualifiziert hat bisher. Ja, genau. Ja, da haben wir Gustav Iden noch als 73-Weltmeister, der jetzt dann ja anscheinend auch nicht mehr validieren muss und quasi direkt nach Hawaii fliegen darf. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, Cameron Wurf auch mit dabei. Auch noch ein 2019er Qualifikant aus dem September, Ironman Italy. Ja. Javi Gomez haben wir auch wieder, auch nochmal 2019. Also da sind ja wirklich einige noch, die mit 2019er Rennen hier. Ja. Ben Hoffman noch mit dir, der war Florida im letzten Jahr mit Skipper zusammen, Joe Skipper. Also wenn ich da so drüber gucke, Jan Frodeno, Tim O'Donnell, Javier Gomez, Ben Hoffman, das sind ja auch alles nicht mehr die Jüngsten. Ne? Also das stimmt. Ne? Ja. Die haben offensichtlich viel gelernt in ihrer Karriere und wissen, wie sie den Sachs früh zumachen. Ja. Merkst du, dass wir mit Steinen im Glashaus schmeißen? wir haben hier nur einen, der die drei vorne stehen hat, Frank, in unserer Runde. Ja. So. Und das übrigens, auch noch nicht so lange. Übrigens geht der Dank noch mal raus an Thorsten Radde, auf dessen Liste wir hier gerade spicken, der das ja immer so fein zusammenträgt. Auf jeden Fall, ja. Genau. Tyler Butterfield ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ne? Alistair Brownlee, auch nicht mehr der Jüngste, aber Rematch, ne? Ja, richtig. Wenn man es mal so im PTO-Slogan sagen darf. Wer haut wen diesmal irgendwo an? Ja, ne? Also so ein bisschen dürfen wir ja spoilern. Also die PTO sagt ja, man könnte viel, viel mehr Geschichten und im Triathlon erzählen. Das erzählen sie in dem Interview, was du geführt hast. Genau, das stand auch so schon mal in der Öffentlichkeit, also in einem Slow-Twitch-Interview hat Charles Adamo das so schon mal gesagt. Ne? Und, also er ist der Meinung, man hätte dieses Duell zwischen Frodeno und Brownlee viel mehr ausschlachten müssen. Ne? Richtig. Wo er recht hat. Sie beide haben es gewusst, haben sich bemüht, aber irgendwie ist keiner drauf angesprungen. Die Bild-Zeitung war nicht da. Ja. Wenn man sich nochmal dran erinnert, haben sie alles gegeben, ne? Mit Anschreien auf der Strecke und Rempeln und so, war schon einiges dabei. Ja. Vielleicht im Vorfeld, man muss einfach im Vorfeld da noch ein bisschen mehr triezen und so. Ja, nee, aber es ist eigentlich schon ein relativ illustres Männerfeld. Ja, ja. Ich meine, es ist 24, weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, 24 Männer stehen schon drauf. Mhm. Da ist natürlich noch einiges zu vergeben, aber wenn man jetzt anfangen würde zu zählen, wer alles noch nicht draufsteht, das fällt einem ja immer nicht ein erstmal. Aber da sind ja noch so viele Namen, wo man denkt so, oh jo, okay. Stimmt, der fehlt auch noch. Ja, der fehlt auch noch und der fehlt auch noch. Ja, wird spannend, ne? Stell dir vor, das IOC sagt im März Tokio ab, was dann da noch ein Gerangel um die Startplätze losgeht. Ja, obwohl jetzt ja die großen Sportverbände heute schon alle aufgeatmet haben nach der Nachricht von gestern mit dem vermeintlich wirksamen Impfstoff aus Deutschland und den USA, dass das ja zumindest auch für Tokio schon mal ein wichtiges Signal sei. Stimmt, genau, ne? Ja. Gehören akkreditierte Journalisten dann auch zu den Berufsgruppen, die bevorzugt geimpft werden? Puh. Bestimmt. Du kannst dich ja auch selber impfen noch. Stimmt, ich habe schon überlegt, ob ich am Wochenende ein Impfzentrum im Garten noch aufmache. Ganz genau. Braucht nur den Stoff vom Schwarzmarkt. Genau. Wie sieht es bei den Frauen aus? Sind noch nicht ganz so viele auf der Liste? Zumindest doch, sind genau 24. Aber noch nicht so viele Deutsche. Doch, genau. Ja, klar. Ja. Ja, Anna Haug und Caroline Lehri, ja, auch ein 2019er Kandidatin. Ja, Italy. Italy, das Ticket gelöst und ja, zusammen mit ja auch schon ein paar wichtigen Namen, die nicht fehlen dürfen. Also Daniela Rief natürlich, die weiterhin drauf ist, Lucy Charles, Sarah Crowley, Heather Jackson, Meredith Kessler, Maya Stage Nielsen, Michelle Westerby nach der Babypause dann wieder. Also sehr cool. Das kann sich ja auch alles schon wieder sehen lassen. Theresa Adam, Sarah Pampiano. Gut. Aber auch da fehlen noch ein paar. Ja, klar. auch aus deutscher Sicht. Richtig. Ja. Ja. Ja, es kommen noch einige Rennen. Es kommen auch wieder neue Rennen. Ja, wir haben ja das letzte Woche schon verkündet,
man traut sich wieder neue Rennen anzukündigen, ja, Mallorca mit dem Ironman. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon gesehen, ob das mit Profirennen ist oder ohne? Das stand jetzt, glaube ich, so explizit noch nicht drin, aber... Aber heute wurde verkündet, es gibt ein neues Rennen an altbekannter Stätte, auch schon an Stätte, wo auch deutsche Profis schon am Start waren, in Gdynia. Genau, da soll dann auch am 8. August nächsten Jahres auch eine Langdistanz stattfinden. Und zusätzlich will Ironman am 6. Juni auch noch einen Ironman in Warschau veranstalten. Ist damit quasi die dritte Langdistanz in einer europäischen Hauptstadt nach Kopenhagen und Tallinn. Und ja, schon Wahnsinn, wie das nach und nach Berlin gab's auch schon mal. Dieses Netz sich weiterspinnt. Also, man sagt ja immer, also wir waren selbst noch nicht da in Gdynia, aber dass das für den, also ich glaube von Ironman kam diese Stimme, dass das für den Markt unfassbar wichtig ist. Ja, ne? Der ist auch ja sofort gleich der 73, eine der größten 73-Veranstaltungen geworden. Also für Ironman unheimlich wichtige Ecke da. Also mit richtig vielen Starterzahlen und ja, scheint ja auch dann eben zu sein, dass sie sagen, okay, das Potenzial ist auch für die Langdistanz da. Ja, das ist ja auch noch für viele attraktiv, der Standort, also sowohl für Deutsche, für Polen, als auch für Skandinavier, die vielleicht auch schnell mit dem Boot oder mit dem Flugzeug drüben sind. Ja. Also ja. Und ein schöner Fleck Erde. Ja, irgendwie hat sich da viel entwickelt, so in dieser ost-osteuropäischen Szene, die ist ja gar nicht so dicht besiedelt. Finnland hat auch eine Langdistanz, eine Mitteldistanz. Ich war ja selber da in Lahti am Start einmal und Lahti ist ja auch nach wie vor mit im Bewerbertopf für die WM, die 73-WM in 2 Jahren. Also, nein, in 3 Jahren dann. Ja, jetzt müssen wir wieder rechnen, ne? Ja, also von daher wird es nicht langweilig und vor allen Dingen auch nicht langweilig für Age-Gruppe, weil das doch alles attraktive Ziele sind. Ja, definitiv, ja. Ja. Müssen wir unser Reiseportfolio vielleicht auch nach Osten erweitern und mal schauen, wohin es uns trägt nächstes Jahr. Ja, habt ihr in dem einen Podcast schon erwähnt, wo ihr gerne nächstes Jahr hinfahren würdet? Hattet ihr das besprochen? Haben wir? So eine Wunschliste mit neuen Wettkämpfen, die ihr gerne mal angucken wollt? Oder wo ihr Frank hat sich schon aus dem Fenster gelehnt, dass er auf Mallorca starten wird, wenn Südafrika und hier und da und so. Und dann da würde ich gerne mal einen Start in gehen. In gewissen Konstellationen kann ich es mir vorstellen. Ja, genau. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Gut, Anfang August ist für mich doof. Wenn Tokio stattfindet, bin ich dann 6 Wochen ratlos gewesen. Ja. Mit ganz wenig Trainingszeit auch nur fürs Laufen und langen Tagen im Schwimmbad ohne Wasserberührung. Also das wird schwierig, aber ich habe ja grundsätzlich immer Bock so auf Orte, wo ich noch nie war und vielleicht auch, wo Triathlon noch nie war. Also Lahti war echt so ein großes einschneidendes Erlebnis irgendwie, weil das einfach so eine positive Pioniersstimmung da war. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wir sind ja sozialisiert mit großen Rennen und stehen da auch drauf, dass da auch ein bisschen was los ist. Und diese Mischung finde ich einfach immer großartig. Was Neues, aber trotzdem viele Leute am Start. Man ist nicht so ganz alleine unterwegs irgendwie. Das gefällt mir. Ja, das klingt echt so ein bisschen wie Hölle von Kuh. Also, nein, jetzt ohne Scheiß. Yeah. Also, weil genau das, auch wenn ich da ja nur aus der Beobachterperspektive dabei war, aber einfach so dieses einerseits sehr familiäre Rennen, aber dann trotzdem ja schon relativ überschaubar oder schon relativ großes Starterfeld. Und einfach ein Rennen, was, glaube ich, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ganz schön wachsen wird und noch viel beliebter wird. Schauen wir mal, wie viel Platz die dann da haben. Ja, das stimmt. Aber insgesamt finde ich, fühlt sich aber gut an, mal wieder Rennkalender anzugucken und zu sagen, wo es hingeht, auf jeden Fall. Ja. Und ich bin ja fest davon überzeugt, es wird mehr stattfinden im nächsten Jahr, weil alle ihre Hausaufgaben machen werden. Ne? Ja. Also auch so die großen Veranstalter wie Berlin-Marathon oder so, wo natürlich noch viel mehr Menschen auf viel engerem Raum sind. Auch da werden Konzepte geschmiedet mit, wie du schon gesagt hast, eng durchgetakteten Zeitplänen und Schnelltests, die man, ich meine, wir reden über einen Zeitpunkt, der fast ein Jahr in der Zukunft liegt, wo man einfach dann sollte viel, viel das weiter möglich sein. In vielen Bereichen. Ne? Ja. Mhm. Hast du dich da auch schon informiert für den Berlin-Marathon? Nein, aber ist Thema in der Familie, also in der Erwartungsfamilie. Ja. Ne? Ach so. Nein, nicht meine Frau, nein. Okay, ich dachte schon. Nein. Das wäre auch gut, das hätte sie bestimmt gefreut, wenn du das hier erzählt hättest. Sie ist den Berlin-Marathon schon gelaufen. Ja.
Siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, zusammen mit einem damaligen DTU-Präsidenten. Hm. Dann lasse ich das nicht mehr durchgehen, wenn sie sagt, ja, oh, nee, Wettkampf und so weiter, bin ich nicht so Fan von. Naja, sie sagt, einmal im Leben reicht. Wir haben tatsächlich am Wochenende darüber gesprochen, ob sie sich das vorstellen kann, mal eine Langdistanz zu machen. Never. Das habe ich auch schon ganz oft, die Diskussion habe ich schon oft mit ihr geführt und ich verstehe es einfach nicht, weil ich behaupte immer steif und fest, wenn man das mal gesehen hat und wenn man Triathlon gemacht hat und so und dann dass man irgendwann davon angezündet wird und dass man das machen will. Also spätestens ab der Mitteldistanz. Aber irgendwie scheint sie dagegen immun zu sein. Ich glaube, sie könnte das, weil sie natürlich kann die sie Zähheit das. Hat. Ja, ich meine, was wir schon an Schwimmdingen... Also das Schwimmen packt sie ja ohnehin, das macht sie ja... Mit einem Arm quasi. Danach muss ich dann aufholen. Ja. Also auch schon erlebt, auch im Triathlon. Ja. Sowieso jeden Mittwoch im Schwimmtraining. Aber Ja, aber man redet und redet und redet und man kommt nicht zu ihr durch. Nee, wir sind am Sonntag 50 Kilometer fast Rad gefahren und ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal auf dem Rad gesessen hat. Mit dir, glaube ich, Marvin. Ja, genau. Ja, das ist schon ein paar Wochen her. Oder 4 Monate oder so. Ne? Und dann macht sie aber 50 Kilometer. Ja. Ne? Das ist kein Problem. Ohne zu schimpfen oder so. Also zumindest habe ich nicht gehört. Ne? Also das kann sie schon. Ja, ich meine, wir sind die 100 Kilometer zusammen gewandert ohne Vorbereitung. Ja, hier rund um Hamburg. Und aber das ist gerade das Schöne in der gegenwärtigen Trainingsphase, dass man eben auch sich zum Sport treffen und finden und zusammen trainieren kann, auch wenn man unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Ausgangsbasen hat. Hm. Ich bin jetzt zweimal oder dreimal sogar mit meinen Kindern gelaufen. Ne? Die dürfen sich die Strecke aussuchen, die geht dann meistens irgendwie quer durchs Gelände, quer durch den Wald. Ne? Aber mein Kleiner, der spielt Volleyball, ist natürlich auch alles gerade eingeschränkt, aber die haben von ihrem Trainer auch Laufprogramm aufgetragen bekommen und dann gehen wir zusammen laufen und ich hänge dann noch mal eine Runde dran, um meinen Trainingsplan zu erfüllen, ne, den ich ja, wie gesagt, wieder habe, ne, und so haben wir zusammen Spaß. Die Dusche ist schon wieder frei, wenn ich nach Hause komme. Was läufst du dann mit denen? Also die laufen so eine halbe Stunde mit und dann laufen wir so ein Durchschnittstempo von 5,45 oder sowas. Ja, ist doch schon gut. Ja. Und ich befürchte, wenn wir es häufiger machen, dass es irgendwann hart wird für mich. Und dann haben wir diese blöden Einheiten, diese Einheiten, die keinen Spaß machen, die wir vorhin angedacht haben. Oh ja. Was macht denn Spaß und was macht nicht Spaß? Wir haben ja gesagt, wir überlegen uns das. Also großer Spaß war für mich am Wochenende, am Samstag, Sonnenschein pur und einfach entspannte 70 Kilometer am Deich. Und nicht auf großartig aufs Tacho gucken, was da draufsteht, sondern schön entspannt rollen lassen. Das war wirklich herrlich. Genau. Das ist ja Genuss. Das ist Genuss. Ist die Frage, wie man sowas mit dem Coach vereinbart. an welchem Deich warst du? Osten oder Westen? Im Südosten. Südosten, also auf der Ironman-Hamburg-Strecke. Genau, ja. Ich fahre ja meistens nach Richtung Westen raus und ich war auch, war ich nur Samstag? Nee. Nur Sonntag. Und ich habe gefühlt noch nie so viele Radfahrer gesehen. Also es war wieder brutal, ja. Also ich dachte auch wenn die Temperaturen irgendwie unter der 10 Grad Marke waren, aber da ist man ja dann mittlerweile doch so gut ausgestattet mit vernünftigen Trikot und Hose. Also da lässt sich keiner mehr von abhalten und es war echt... Ja gut, in Hamburg kann man das auch ein bisschen als klimatische Torschlusspanik bezeichnen, weil wenn die Sonne hier mal untergeht, dann bleibt sie 3 Monate, 4 Monate weg. Ich habe zu meiner Frau gesagt, hier guck, jetzt fahren sie alle. Das ist heute so der typische Tag, wo man nach Hause kommt abends von der Ausfahrt, einen mega geilen Tag hatte mit Sonne und so weiter. Also, diesen Winter fahre ich durch. Die Rolle kannst du abbauen. Ich fahre jetzt durch. Wir trainieren nur noch draußen. Nächste Woche Nebel, Regen. 3 Grad, Nieselregen. Bau die Rolle wieder auf. Das ist so typisch für dich. Das ist immer so, irgendwie, das sind diese Tage, wo du denkst, so geil, draußen fahren ist einfach am geilsten. Und dann kommt es hart und dann wird es dunkel. Ja. Ja, also da fällt es natürlich leicht, aufs Rad zu steigen, wenn es dann wirklich, wie du es schon sagst, 5 Grad und Nebel hat, dann macht das nicht mehr ganz so viel Spaß. Und im Dunkeln, weiß ich nicht, bin ich da auch noch nicht oft unterwegs gewesen, macht auch, glaube ich, nicht so viel Sinn und Spaß. Nee. Rad finde ich auch nicht so geil. Laufen, finde ich, ist ganz cool im Dunkeln. Ja. Das geht. Da können wir ja vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen teasern. Gibt es auch quasi in unserer nächsten Ausgabe zum Thema Sicherheit beim Laufen im Dunkeln. Vor allen Dingen für unsere weiblichen Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer.
was man da so beachten muss und was dem einen oder anderen da auch widerfahren ist. Ja. Ist ja unsere Kollegin Anna Boda nachgegangen. Also mir ist noch nichts Kriminelles widerfahren. Ich bin nur mal über einen Poller gestolpert und mit dem Brustkorb auf den nächsten Poller draufgefallen und hatte dann eine Rippenprellung. Und wer das schon mal hatte, der weiß, gerade als Mann leidet man furchtbar darunter. Ne? Unter Rippenprellung? Ja. Ja, das ja. Also bei Frauen tut es genauso weh, die sagen nicht so. Aber die leiden nicht so wie bei der Erkältung. Ja. Genau. Ja, ich leide bei Trainingseinheiten auch immer. Also so alles, was so mit intervalltechnisch und so weiter, da kann ich auch richtig leiden. So richtig mit Schnaufen. Aber und, ich finde, ein gutes Leiden oder ein schlechtes? Das kommt auf die Einheit drauf an. Ich habe nämlich tatsächlich überlegt, ich kann. Oder was ich gut verkraften kann, sind so Sachen mit vier. Alles, wenn ich viermal irgendwas machen soll, dann das haut gut hin. Weil dann macht man so den ersten, merkt so, oh, puh, ganz schön anstrengend. Dann machst du den zweiten und denkst so, oh, wenigstens schon die Hälfte geschafft. Der dritte muss dann irgendwie, wenn ich den vorbei habe, dann ist es nur noch einer. Und dann ist es rum. Aber wenn da irgendwie steht, achtmal, das kriege ich in den Kopf nicht rein. Da laufe ich zweimal und denk so, ja, auf gar keinen Fall. Spätestens bei 6 höre ich auf. Was ist denn mit den 30x30 von Frank, die er gerne fährt? Ja, das ist ja nur theoretisch. Also da muss ich sagen, das ist eine Einheit, die habe ich früher gehasst, inzwischen liebe ich sie. Ne? Also das sind also ich finde sie auch sehr gut mittlerweile, ja. Die Intervalle, wir sind zusammen gefahren hier im Studio, genau. Ne? Ja. Das sind 30x30 Sekunden in drei Blöcken, 3x10. Und jeweils 30 Sekunden Pause, ja. Und genau. Man fährt eben 30 Sekunden deutlich überschwellig und dann 30 Sekunden relativ relaxed und man merkt, wie jeder einzelne Durchgang schwerer wird. Mhm. Das sind jetzt keine vier, aber die Zählweise ist die gleiche, ja. So beim dritten denkst du Scheiße, ja. Beim fünften denkst du, oh, Hälfte und beim sechsten denkst du, oh ja, jetzt sind es noch und dann rechnest du, ah, noch 4 Minuten, ne? Noch 4x30, 30. Und das geht dann schon vorbei und dann geht diese Pause danach dummerweise noch viel schneller vorbei. Ja, das ist komisch, ne? Wie dass die Pausen immer so schnell vorbei sind. Ich finde immer so, das Schlimmste, was man erleben kann im Training, im regelmäßigen Training, sind die erste Minute Intervallpause beim Laufen. Ja, also ich finde die Belastung nicht so schlimm wie die erste Minute danach. Weil du weißt, danach geht es dann wieder los irgendwann. Nee, nicht vom Kopf her, sondern einfach, da ist man sowas von fertig und muss aber trotzdem so weiter traben. Eigentlich will man nur irgendwo liegen. Klatsch, einfach hinlegen. So die Simon-Ziel-Pose machen oder so. Ja. Aber man soll ja Laktat abbauen. Man merkt dann auch, dass es funktioniert, ja, dass du einfach unter weiterer Bewegung mehr Laktat abbaust, als wenn du dich jetzt hinlegen würdest. Ja. Da wird einfach Laktat verstoffwechselt dann und dann kommt die Zeit, wo es ein bisschen Spaß macht und dann kommt das nächste Intervall. Ne? Ja. Aber wie gesagt, diese 30-30 liebe ich. Ich bin jetzt am Überlegen. Also richtig scheiße sind immer so 8x3 Minuten im Laufen oder sowas. Ja. Oh. 8 ist auch Katastrophe. 8 ist eine Katastrophe und 3 Minuten auch. Obwohl es 2x4 ist. Ja, 3 Minuten ist auch, ja, das ist zu lang. Als ich das letzte Mal gelaufen bin, da war ich in einem noch nicht eröffneten Feriendorf an der Ostsee. Da waren fast keine Menschen, es waren Straßenlichter an, es war so ein bisschen diesig irgendwie, also es war so ein bisschen, ja, obwohl vor der Eröffnung Endzeitstimmung und die Runde, die ich gelaufen bin, die war ziemlich genau 3 Minuten lang am Anfang bei den ersten Intervallen und man wusste genau, ich muss da einmal rum. Ja, auch so eine Frechheit, ne? Dass die dann immer länger wird. Ja, ja, also, genau, ja, genau. Ne? Also irgendwie war dann so dieses Ziel, ich muss innerhalb von 3 Minuten wieder da hinkommen, wo ich angefangen habe. Das ist wie mit diesen, das habe ich bei der Bundeswehr immer gehasst, da hieß es immer, da haben wir immer Stundenläufe gemacht. Und dann hieß es immer, halbe Stunde in die eine Richtung und wenn die halbe Stunde um war, wieder zurück. Also zurück durfte man das Tempo laufen dann, was man wollte. Kannst du ja ausrechnen, wie das dann auf den ersten 30 Minuten war. Und dann ist es eben nicht nach der halben Stunde, nach der zweiten halben Stunde zu Ende, sondern das hat sich dann immer ewig hingezogen. Und das ist immer so. Du weißt genau, wenn du jetzt so schnell läufst auf der ersten Hälfte, jeden Meter, den du machst, musst du wieder zurückrennen. Ja, ja, ja. Und ja, das kam dann überflüssig vor. Aber das ist so, wenn ich überlege, ich bin ja doch eher so ein Diesel. 8x3 Minuten ist schon scheiße. Ja. Generell finde ich. Und zwar mindestens 6x. Ja, aber generell finde ich, dass man diese. Ich kann diese Intervallsachen mit mir selbst besser ausmachen, als was ich ganz, ganz schlimm finde, sind angeordnete lange Ausfahrten. So bei Rad. Alles, was über 2 Stunden Rad geht, finde ich, ist. Aber wenn du dir da eine schöne Strecke aussuchst?
Ja, aber irgendwie, mir reicht es dann irgendwie immer. Also, weil das ist, ich bin ja eher so der Pausentyp. Ich mag gerne aber beim Radfahren. Aber da kannst du ja viele Pausen machen. Ja, dann. Aber das darfst du ja dann eben nicht im Training. Aber ich mache gerne, beim Radfahren mache ich echt richtig gerne Pausen, setze mich hin, esse auch gerne was. Ich mache den Baranski immer wahnsinnig, wenn ich ihm das erzähle. Der fährt mit gar niemandem mehr. Der sagt, ich mache gar keine Pausen mehr. Nie. Also egal, wie lang das ist, er fährt immer durch. Ich hatte mal, ich kannte mal einen Radfahrer, der hat das auch so gemacht, aber der hatte einen Bus, den hat er sich umgebaut und damit sind wir ins Trainingslager gefahren nach Spanien und der hat das aber auf der Autobahn genauso durchgezogen. Nee, ich mache keine Pausen. Durchfahrer. Uiuiui. Und dann sitzt du da und krümmst dich irgendwann, weil die Blase drückt. Ja. Tja, oh nein. Ja. Ach, nee, ja. Aber das ist doch das Schöne auch an langen Radausfahrten, dass man dann Pausen macht und so. Ja. Und, aber es ist irgendwie viel motivierender, wenn du eine Punkt-zu-Punkt-Strecke hast. Ne? Dann kannst du auch mal irgendwo, wenn du weißt, ich muss da hinten hin, weil sonst, wenn du lange Touren fährst, du kommst am Ende ja immer wieder in die Gefilde, die du ein- und auswendig kennst. Ja? Und das dann nach ein paar Stunden, das ist wirklich dann nicht so motivierend. Hart ist immer, wenn man so Exit-Möglichkeiten hat. Wenn man sagt, so, ich könnte auch die Runde hier abkürzen. Ich muss einfach, wenn ich jetzt hier rechts fahre, bin ich wieder zu Hause. Auch eine Runde. Ja. Und guckst du auf die Uhr, reicht nicht ganz. so geht mir das zu. Ich meine, ich hab den unheimlichen Luxus, dass ich einen Heimweg von 15,7 Kilometern habe. Ja. Den kann man auch nicht abbrechen, weil das ist immer peinlich, dann zu Hause anzurufen. Ne? Kannst du mich abholen? Ja, eine Aua. Bring mir Schokolade. Ja. aber das ist eine coole Strecke, weil da kannst du lang und locker laufen, da kannst du auch mal Intervalle einbauen und so. Wo du dann ja, aber du musst ja auch noch nach Hause, den Rest. Ja, ja, dann fängst du die Intervalle halt erst später hinten drin an. Ja, und läufst vorher ganz locker, ja. Und das ist eine schöne Distanz so für so ein Diesel. Ich merke gerade mir, der Heimweg, ja. Ich bin noch nicht so im Trainingsmode wie du. Ja, aber du hättest ja auch eine Distanz nach Hause, die man auch in einer Langdistanzvorbereitung gut fürs Radfahren nutzen könnte. Ja, 120 Kilometer ungefähr sind es, etwas mehr bis zum Bahnhof, da würde mein Auto stehen dann, ja. Also von Hamburg nach Bremen, genau, ich wohne in Bremen oder bei Bremen. Ja, wäre eine coole Strecke. Habe ich genau einmal gemacht. Da war ich dabei bis zur Hälfte, oder? Da warst du bis zur Hälfte dabei, genau. Und danach hat nur der ehemalige Kollege Lennart hat das Leiden am Ende gesehen. Dann. Wir mussten auch zur Tankstelle und mussten Schokolade kaufen und Cola. Ja, es wurde dann doch ein bisschen länger als gedacht. Aber gut, hat auch geregnet. Jetzt die alten Wunden wieder aufgerissen. Jetzt hier. Nein. Ich lasse mich jetzt nicht da hinten reißen, dass ich sage irgendwie so, oh, wenn es wieder hell wird, dann mache ich das mindestens einmal die Woche. Ja, aber schöne Podcast-Idee. Ja. Ja. Lieblingseinheit, was machst du gerne, immer wieder gerne? Immer wieder gerne? Dann tatsächlich glaube ich, ja, das ist eine gute Frage, jetzt komme ich mit den Zahlen durcheinander, aber eben was ich gesagt habe, irgendwas mit vier. Viermal so und so, das kann dann auch ruhig richtig hart sein. Also es ist jetzt so ausgerichtet an, weiß was ich, an Laufgeschichten, die auf eine bessere 5 oder 10 Kilometer Zeit oder so. Ja. Ich mache eher lieber so kurze Sachen. Also das kann ich besser wegpacken und nicht so, ja, alles was verordnet lang ist. Also egal auch, komischerweise auch, wenn es wäre, lang wäre jetzt schon, wenn man sagen würde, wenn du auf eine, wenn ich keine Ahnung, für einen Fünfer trainiere oder für einen Zehner zum Laufen, dann wäre das ja schon, wenn die am Wochenende eine Stunde. Das ist mir dann schon zu lang. Obwohl das ja eigentlich nicht lang ist, ne? So im Verhältnis. Aber irgendwie bin ich immer der Typ, der darauf hofft, dass irgendwann ein Sportwissenschaftler rausfindet, man kann doch nur kurz und schnell trainieren. Also man braucht diese langen Dinger gar nicht. So, das wär großartig. Dann kommt es auf die Frequenz an. Da wäre ich großer Fan von. Aber zweimal in der Woche reicht das dann nicht. Ja, aber egal, wen ich frage, die sagen mir immer alle, kommst du nicht, lange Sachen kommst du schon nicht drumrum. Ja, ja. Frechheit. Ja. Tja. Und bei dir? Ja, ich muss mich da eigentlich Nils anschließen. Ich bin da auch weniger im Trainingsmodus als du, aber ey, hier. Ja, ja, ja. Gedruckt, schon klar, Trainingspläne. Schon klar. Ne? Aber wenn dann. Für Mitarbeiter kostenlos. Wenn dann überhaupt auf dem Rad. Das stimmt. Und ja, wie ich es eben schon angedeutet habe, also deine 30x30, die fahre ich mittlerweile auch ganz gerne. Also das ist eine Einheit, die macht mir Spaß. Ja, weil einfach immer wieder die Abwechslung drin ist. Also hart knallen und dann aber trotzdem wieder danach ein bisschen durchpusten und dann wieder Gas geben. Also das finde ich eine gute und auch sehr, sehr kurzweilige Mischung irgendwie. Ja. Und
Ja, beim Schwimmen ist meine Lieblingseinheit der Kakao nach dem Schwimmen. Schwimmen gibt es auch, wollte ich gerade sagen, über Schwimmen reden wir auch, das hatte ich komplett ausgeblendet. So. Aber um das jetzt hier nicht alles so, was mir großen Spaß gemacht hat, war in der vergangenen Song deine Audioeinheit, die du eingesprochen hast. Das finde ich ist tatsächlich ein Tool, was mich total abholt, wo ich einfach sagen kann, irgendwie so, ja, wenn mir dann einer irgendwie nebenher sagt, was ich machen soll, dann funktioniert das ganz fantastisch. Kopf aus und einfach nur das machen. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn ich mit Simon Intervalle mache und immer nur an seinen Fersen dann da dran bleibe. Ja, wenn er locker läuft. Spoilerst du ja schon wieder, weil die soll ja morgen online gehen, weil morgen die erste Einheit, ich glaube, diesen Monat sind es die 2x5 Minuten G2, also es ist ja alles noch im Saisonbeginnbereich, ja, wo wir die Leute unterhalten wollen. Björn hat mir auch schon eingesprochen, was er dazu zu sagen hat, was der Sinn und Zweck dieser Einheit ist. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, das ist fertig, wenn die Leute morgen diese Einheit machen wollen. Vielleicht kommen wir doch aufs Thema Abendlauf mit Beleuchtung zurück. Ja, also die wird auf jeden Fall an diesem Mittwoch noch fertig. Genau. Und das sieht dann wie aus? Also beim Einlaufen kriegt man auch schon was erzählt. Genau, das wird so aussehen wie im letzten Jahr, dass es eine Minute vor der Einheit losgeht, wo ich kurz erzähle, was zu tun ist. Ja, und dass man dann eben mit der Null des Countdowns quasi losläuft und seine Uhr drückt, damit man das synchron hat. Vorher sollte man noch darauf achten, dass man nicht Audiosignale von der Uhr auch mit den Intervallen aussteuert, weil dann der Sound kurz unterbrochen wird und ist man immer nicht mehr synchron. Ja. Das haben wir festgestellt. Wir haben das ja erst einmal gemacht, aber es soll jetzt jeden Monat eine Einheit kommen. Und dann kriegst du quasi, wenn die Intervalle losgehen, auch wieder einen Countdown und dann wird die Musik ein bisschen heftiger und so, je nach Intensität. Also wie gesagt, wir sind noch im G2-Bereich und es gibt ein bisschen was Unterhaltsames dazu. Diesen Monat wird es die Einheit sein, die ist, glaube ich, 45 Minuten lang, enthält 2x5 Minuten G2, also noch gemäßigte Intervalle. Im nächsten Monat wird es dann der persönliche Soundtrack zum Test quasi sein, weil in dem Monat stehen Tests an. Es geht ja los am 1. Dezember mit dem FTP-Test, den wir wieder gemeinsam fahren und live streamen werden. Und dann kommt am 9. Dezember, das ist der Donnerstag der zweiten Trainingswoche, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt der Lauftest. Und der Lauftest wird aussehen, dass man sich einläuft, dann geht es 2x2 Minuten schon in einen deutlich intensiveren Bereich, um sich so ein bisschen mit dem Tempo anzufreunden. Und dann gibt es einen 5 Kilometer langen Lauftest. Oh, ja, 5000 Meter all out. Genau. All out. Da muss ich natürlich gucken, dass die Musik auch noch spannend bleibt, wenn die ersten schon geduscht sind. Ja, also das, das ist gemein. Ja, ne, ich meine, auch wir sind deutlich homogener geworden in dem Moment, wo Simon nicht mehr mittags mitläuft mit uns hier, sondern uns remote zuarbeitet. Ne? Mhm. Solche Dinge werden wir dann im nächsten Jahr wieder zusammen machen. Oder werden wir demnächst wieder täglich hier sitzen. Ja, aber das wird der Soundtrack für den Dezember dann sein. Gibt es dann halt nur einmal, aber ist auch ein bisschen schwierig. Jetzt für den November haben wir schon eine Einheit gefunden, die über alle 5 Trainingspläne insgesamt 9-mal vorkommt. Das wird es im Dezember einfach nicht mehr geben, weil alle 5 Kategorien der Trainingspläne dann komplett andere Schwerpunkte haben und auch sich in den einzelnen Kategorien kaum Einheiten wiederholen. Also das ist ja jetzt irgendwie nicht so ein Wochenprogramm, was man jede Woche abspult, sondern das wird sehr, sehr abwechslungsreich, gerade vom Laufen her im Dezember. Und von daher bietet es sich da nicht an, irgendwie sich einen Intervall rauszupicken, weil das nur einmal vorkommt. Da haben wir gesagt, dann machen wir den 5-Kilometer-Test, weil den alle machen. Und da werden wir die Leute schon, da werden wir schon für ein bisschen Feuer unterm Hintern sorgen. Einmal den Status quo abfragen. Genau, genau. Ne? Und Schwimmtest kommt dann ja auch noch. Ja, hoffentlich. Stimmt, ne? Ja, so. Das ist auch so. Tatsächlich so, ne? Sagen, ja. Das ist so, da sind die Leute ja immer böse mit mir, wenn ich denen sage, Schwimmen macht mir keinen Spaß. Ne? Ich habe das ja so ein bisschen aus der Jugend mitgebracht, aber Schwimmen macht mir grundsätzlich weniger Spaß als Radfahren und Laufen. Und am schlimmsten ist es dann noch, wenn du einen Trainer hast, der meint, er kann aus dir noch einen Rückenschwimmer machen. Marvin, ich habe uns gerade irritiert angeguckt. Wer soll dir dafür böse sein, wenn du sagst, Schwimmen macht keinen Spaß? Also da stimmen wir dir voll zu. Also wir sind da im Boot bei dir. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich hatte so viel Hater, nachdem ich da in Rot mit Kamera geschwommen bin. Da hat Schwimmen aber Spaß gemacht. Bei der Zeit ist das auch natürlich, da muss sich der eine oder andere richtig verabrackern. Aber ich mache mir jetzt ernsthaft so langsam Gedanken,
Gedanken. Südafrika hat momentan kein großes Corona-Problem, wenn das Rennen stattfindet Mitte März, aber hier die Bäder zu sind bis vielleicht Jahresende oder drüber hinaus, wer weiß es. Irgendwann muss ich doch schwimmen. Ja? Also ich habe in den letzten 6 Monaten 9 Kilometer stehen. Das waren 2 Einheiten. Oder du beschäftigst dich einfach mit der Hai-Population in Südafrika und vielleicht bringt das das nötige Adrenalin, was dir das Minus an Training wieder ausgleicht am Ende. Nils Haie und Triathleten, das ist... Freunde? Freunde, ja. Fische sind Freunde und Triathleten auch. Genau. Kein genau. Futter, okay. Ja, guck's dir mal an beim Hoala-Swimmen. Ja, ich guck das jedes Jahr von außen. Ich habe eine lange Linse, Frank. Wenn da, die Flossen aus dem Wasser kommen. So, ich sehe das im Gegensatz zu euch. Ja, aber irgendwie, ich meine, jetzt gibt's neue Neoprenanzüge, mit denen man auch bei ganz, ganz kaltem Wasser schwimmen kann. Heißes Thema, ob man jetzt schwimmen sollte draußen oder nicht. Ja, ich habe irgendwie nach einem Video, was ich neulich gepostet habe, kam tatsächlich einer an und sagte, ich in Hamburg, und sagte, ja, wo schwimmst du denn hier oder da? Ortkartensee oder so? Ich sagte, nee, ich schwimme nicht. Ne? Also, ich bin auch im Sommer wenig im Freiwasser gewesen irgendwie. Einfach, weil mir Schwimmen keinen Spaß macht und die Wettkämpfe so weit weg waren. Ja, wären die Wettkämpfe da gewesen, wäre ich schon irgendwo. Ne? Aber vor allem das Schlimme ist ja dieses Wiederanfangen mit Schwimmen. Ja, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich wieder geschafft und mich einmal wöchentlich ins Schwimmbad wieder geschleppt. Und es hat auch fast ein bisschen wieder Spaß gemacht. Und zack, Knüppel zweite Lockdown. Tschüss. Ja, Anna ja auch, ne? Zum zweiten Mal zum Kraulkurs angemeldet, genau. Wieder nach dem ersten Mal Lockdown. Die sollte sich nicht zum dritten Kraulkurs anmelden. Würde das als Zeichen werden. Genau. Ich glaube, die kann das auch. Ja, die kriegt das hin. Ja. Ne? Jo. Ach ja. Ja, gut. Also, heute Abend Intervalle. Ich muss mal gucken, was so diese Woche meine Lieblingseinheit wird. Ich weiß es noch nicht. Wir folgen dir auf Social Media. Nein, ihr macht mit. Ey, komm, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Nein, man kann doch auch, es machen so viele mit und das ist auch gut. Man kann auch ein bisschen später noch anfangen mit dem Training. Aber man muss nicht sofort anfangen. Man kann auch, da mache ich doch immer Werbung für und sage immer, man kann auch noch im Dezember unser Trainingsspecial kaufen und man kann das noch im Januar, Anfang Januar auch noch kaufen. Oder danach kann man es auch noch online bestellen bei uns. Es ist nie zu spät, sich damit zu befassen und dann irgendwann damit einzusteigen. Nächsten Dienstag bin ich dabei. Dann bauen wir das Ding da oben wieder auf und dann setze ich mich ins Studio. So machen wir das, genau. Ja, irgendwie, ich finde diese Verbindlichkeit eines Trainingsplans ist einfach, sonst würde ich das jetzt genauso sehen wie ihr. Ich meine, ich habe es jetzt monatelang gesehen. Genau, aber ich meine, klar, es kommt immer auf die Ziele drauf an, die man hat, aber man muss sich aber auch nicht verrückt machen, wenn man irgendwie sagt, ich möchte irgendwie im Hochsommer was machen, da muss man noch nicht jetzt mega Vollgas und voll mit dabei sein. Das ist gut, klar, das ist das Allerbeste, aber es ist auch noch nicht alles zu spät, wenn man sagt, irgendwann, ich fange im Januar mal an oder auch noch ein bisschen später. Ja. Ne? Leute draußen, ihr könnt euch auf den Bericht von der Hölle von Kuh, da ist diese Philosophie dann ausgelebt. Über da möchte ich keine Werbung für machen, das ist ja auch nicht richtig, aber man, trotzdem muss man sich nicht verrückt machen. Mach dich nicht verrückt. Ja. Genau. Das wäre ein schönes Schlusswort. Ja. Gut, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei allem, was diese Woche live ansteht oder remote oder nein, on demand. Macht mit vor allen Dingen. Macht mit, genau. Ja, Dienstagabend Live Ride auf Swift und YouTube, Donnerstagabend Live-Athletik mit Ulrike auf YouTube und gegen Wochenende mache ich vielleicht auch nochmal wieder eine Zugseileinheit. Ansonsten wird es euch bestimmt nicht langweilig. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.